Was geht, meine Freunde? Und herzlich willkommen zur neuen Folge Ellerbach. Jo, Silo ist abdeckt. Das Gras haben wir reingeholt. Das kann jetzt schön vor sich hingehen. Ich schätze mal, es geht so 2 Tage, bis das Geld ist. Jetzt geht's ans Presse. Ich habe die Sache schon geholt. Ich habe das mit dem, wo ich das eine ausprobiert habe, mit dem einen Feld, wo man ihr kaufen konnte, das sind die Mietverträge, war die 24, habe ich dort unten Maschine spornen lassen, also mähdreschen, habe es mal probiert, ob ich das dreschen kann, hat aber nicht funktioniert. Und da habe ich Filiallieferungen eingeschaltet gehabt an das Feld runter, jetzt sind die Sachen da unten gestanden. Ich bin hingegangen und habe das Zeug mit Superkraft hochgeholt. Das ging viel schneller wie mit dem Traktor. Wir haben uns eine Presse gekauft. Neues Equipment, natürliche Comprima, die F55KC. Zweiachsig, ihr wisst ja, zweiachsig, muss immer sein. Sieht einfach cool aus. Und dann haben wir noch unseren Ballenwagen geholt. Ein richtig schöner älterer Dreschemmel. Richtig geiles Teil. Das ist der da, genau. Die Sieversdorfer, die sind gar nicht mehr im Motab. Ich habe die gar nicht gefunden. Oder sind die unter dem... Also ich habe unter Hänger geschaut, sind sie nicht. Oder ich habe nicht richtig geschaut. Und unter Ballenwagen sind sie auch nicht. Normal kommt man ja die Sieversdorfer in verschiedene Hängerkategorien auswählen. Aber ich habe die gefunden. Da habe ich halt gedacht, komm, nimm stehen. Der sieht ja auch geil aus. Ein richtig schöner alter Hänger. Ja, da passt auch ein paar Balle drauf. Dann würde ich sagen, wir, du landest aber nicht auf meiner Wiese. Du kannst beim Nachbar landen, hast gehört. Sieht nämlich so aus, wie wenn der da landen will. Aber bitte bei mir auf den Felder. Jo, wir müssen den Teleskopladen und das alles wegstellen. Das Mähwerk stellen wir daher und der Ladewagen genauso. So langsam wird der Platz knapp. Ja, ich glaube, das wird so langsam Zeit, dass man den Hof da drüber dazu kriegt. Der da. Weil da haben wir einige Unterstellmöglichkeiten. Was wir da auch machen, wäre Hackschnitzel. Da dahinter ist so ein Bunker, da können wir Hackschnitzel reinfüllen und da haben wir Hackschnitzelanlage, die dann für uns Geld produziert oder halt auch für unsere ganze Gebäude Wärme, für unser Haus, für die ganze Stallanlage und das, halt für die eine Stallanlage Wärme produziert. Da können wir auch noch ein bisschen Geld verdienen. Da war ich dann später ein kleines Waldgebiet dazu kaufen. Da gibt es ja lauter so da, die zwischendrin, so kleine Fläche da, paar Wälder, paar Bäume umsäge. Aber das werde ich dann diesmal machen, nicht mit dem Holzvollernter, wie auf der Gemeinde Rade, sondern schön von Hand und mit Seilwinde. Das gibt es ja, das Holzsache gibt es, glaube ich, von, wie heißt denn der, da gibt es eine Firma, wo Seilwind und so Zeug herstellt. Ich weiß, das fällt mir jetzt nur der Name mit ein. Da werden wir dann auch richtig schön ein bisschen was machen. Jo, da würde ich sagen, Ladewagen, wo stellen wir den Ladewagen hin? Und ich muss jetzt erstmal Dreck AR ausrichten. Habe ich nicht vergessen, Dreck AR hat jemand gefragt, ob ich mal die Einstellungen zeigen kann. Allerdings, ich weiß auch nicht alle Einstellungen. Ich kann euch halt auch nur die wichtigste zeigen, die ich halt für mich auch braucht habe. Habe ich nicht vergessen, das werde ich noch machen. Wie gesagt, ich habe mir da von Microsoft, ist es, oder Windows, Microsoft, da gibt es jetzt so Notiz-App, das ist so ein Haken, und da schreibe ich mir lauter Sachen auf, was ich nur für den Landwirtschaftssimulator jetzt aktuell machen möchte. Ich bin jetzt gerade auch am Überlegen, meine Top 10 Maps euch zeige. Klar, das ist natürlich auch wieder mit viel Arbeit verbunden, so ein Video zu machen. Erstmal die ganzen Maps raussuchen. Welche meine Top 10 Maps sind und dann das Ganze schneiden. Aber ich habe es mir mal einfach auf die Notizliste draufgenommen. Das gefällt mir aber nicht, wenn ich so sitze. Ich muss nochmal neu einstellen. Wenn ich so sitze, dann möchte ich mehr vom Lenkrad her. Jetzt, ja, genau, super. Genau, und da habe ich halt so verschiedene Sachen, zum Beispiel Mods erneuere oder aktualisiere. Solche Sachen, das speichere ich halt einfach da drauf, dass ich weiß, was ich alles machen muss. Weil da denke ich dann heute immer dran. Zum Beispiel möchte ich gerade mal schauen, ob mir auf die Ostseeküste die Holzhackschnitzelanlage vom Yogi von der Galgeberg drauf nehmen könnt. Die Futtermischanlage, die ja in der einen Halle stehe hat. Ob es die als separate Mod gibt, ansonsten würde ich die gern auf Ostseeküste mit drauf nehmen. Big Pharma, das soll ja auch ein bisschen ein Projekt geben, wo man öfters mal ein bisschen was baut und so.
Ellerbach, das bleibt ganz einfach. Da müssen wir einfach mit den Gegebenheiten zurechtkommen, die uns die Karte bietet. Zum Beispiel jetzt da kein Getreidesilo, also gut. Entweder müssen wir es lagern im inneren Halle oder wir verkaufen es gleich vom Feld weg. Aber ich würde sagen, wir verkaufen es gleich vom Feld weg. Ist einfacher. Jo, aussteigen. Ah, Leute, wie geil habe ich den jetzt da reinrangiert? Ich bin nachher mal gespannt mit dem freien Lenker, also ohne Zentrierfeder, ob wir denn die Drehschemmel viel besser rangieren können. Was mir an dem Ladewagen gefällt, ich weiß nicht, ist das beim Ladewagen so, dass der vorne gerade Deichsel hat. Normalerweise geht die ja immer ein bisschen so runter und dann an Schlepper, dass der Ladewagen vorne ein bisschen tiefer ist und da ist es gerade andersrum. Der ist vorne höher wie hinten. Normalerweise sollte es andersrum sein, zum Gras besser aufnehmen können. Genau. Hallo, Zapfwelle. Herr Scheinbock. Mach jetzt da keine Faxen, lass dich abhängen. Ja, jetzt. Schläuche. Ei. Müssen wir von der Seite probieren, da komme ich besser dran. Jetzt. Hallo? Hab ich die jetzt wieder gerade ankoppelt, weil ich den nicht abhängen kann? Die habe ich jetzt gerade wieder ankoppelt. Habe ich die jetzt beim letzten Mal abkoppelt, habe sie gesehen und dann wieder ankoppelt. Jetzt sind sie ankoppelt. Abkoppelt. Aber der Kollege lässt sich nicht abhängen. Nee. Da bin ich jetzt am Überlegen mit dem IHC. Den möchte ich gerne tauschen gegen Fendt, gegen 5er oder so. Jetzt. Gegen 5er oder so. Oder ein 716, 515, 5. Was gibt es da? 515? 512er? Weiß ich nicht genau. Entweder 5er oder 7er. 7er, da wäre ich dann wahrscheinlich nur der kleinste. Obwohl. Gerade überlegen, der Fiat hat 180 PS. Da könnte man. Ja doch, einer könnte man brauchen mit 250. Das ist aber schon grenzwertig für Ellerbach. Aber doch, doch, das könnte man eigentlich schon brauchen. 724 oder so. Ja doch, das wird da schon auf die Karte passen, 724er. Schauen wir mal, wie wir es machen. Ja, der soll bald weg, der IHC. Der hat einfach zu wenig Leistung. Klar, wir könnten jetzt nehmen Hofarbeiter machen. Aber habe ich für Hofarbeiter? Eigentlich keine. Da können wir dann auch den Fiat nehmen oder den Fendt. Oder mal schauen, vielleicht nehme ich auch einen anderen. Keine Ahnung. Muss ich mir mal noch überlegen. Dann würde ich sagen, der Kollege da, Mehrwerke abhängen. Presse anhängen und ab aufs Feld die erste Balle presse. Die Balle kommen dann in das Gebäude nebendran rein. Ansenken. Ja genau, ansenken. Man senkt an. Halt, Kollege. Stopp. Ist der schon ankippt? Ja, ist er. Okay. Da kann ich gleich mit der Fahrstufe in die vierte Fahrstufe. Vierte Fahrstufe, erste Gang. Packt er locker. Ohne Probleme. Und mal gucken, dass man da um den Baum rumkommt. Was jetzt mal endlich schön wäre, wenn OBS Studio das in den Griff kriegt, dass die Ruckelei im Spiel aufhört. Ich meine, es geht noch. Ich habe das auch manchmal, da ruckelt es im Spiel. Und der plötzlich ist es vorbei und dann kann ich aber während der Aufnahme, eine halbe Stunde Aufnahme passiert, nichts mehr läuft einwandfrei und flüssig, ohne irgendwelche Probleme zu machen. Ja. Ich kann es euch nicht sagen, an was das liegt. Keine Ahnung. Aber ja. Ich glaube, es gibt schlimmere Sachen. Da können wir mit dem Problemchen können wir eigentlich nur zufrieden sein. Genau. Der Teleskoplader, genau, da können wir nachher den Audi Ballenkabel anhängen. Rangieren.
Das ist so ein... So geil, wenn du jetzt mit einer Hand lenken kannst. Leute, das schockt jetzt noch mehr wie vorher. Ich war jetzt gerade noch im Modhub drin, in dem Modhub bei Forbidden Mods. Alter Verwalter, kamen da heute wieder neue Mods raus. Wir haben jetzt heute Montagabend. Also es ist echt der Wahnsinn, was in letzter Zeit wieder allgemein Modhub und auch Forbidden Mods, King Mods und so Mods rauskommen. Klar, bei Forbidden Mods und King Mods, da werden die Sachen getestet und prüft, ob sie Probleme machen. Aber Modhub, was da die letzte Zeit immer neues Zeug rauskommt, platzierbare Weide hat Update gekriegt und lauter solche Sachen. Einfach der Hammer. Es ist einfach der Hammer, das Spiel, wie sich das in letzter Zeit entwickelt. Also, wie gesagt, ich brauche kein neues LS. Mir war es am liebsten gar kein neues LS mehr. Immer wieder Updates mit neuen Texturen, wo man halt einfach kaufen muss, wie bei Kettle und Grobs. Dass einfach die Mods erhalten bleiben. Wenn das Spiel dann mal so 6-7 Jahre alt ist, was meint ihr, was wir da an Arsenal an Mods und Zeug zusammenhängen? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das wäre bestimmt der absolute Wahnsinn. Und das finde ich halt immer schade. Die ganze Modern Mapper und Skripter müssen sich dann wieder hinsetzen, müssen wieder alles neu machen, mit konvertieren und so. Ich meine, ich habe es ja mal von einem mitgekriegt, der gesagt, ja, die Konvertiererei ist nicht so schlimm. Es hält sich in Grenze. Also, es ist jetzt nicht so, dass man da dann wieder war, weiß ich nicht was. Andererseits ist eigentlich auch nicht schlecht, immer wieder ein neues Spiel. Kommen wieder neue Sachen dazu. Klar, das wird beim Update auch geben. Und wenn man einfach nur die Updates zahlen müsste, wie gesagt, wie bei Kettle und Grobs, das wäre schon eine geile Sache. Jetzt muss ich gerade überlegen, bin ich jetzt da auf der richtigen... Doch, da bin ich doch auf der richtigen Fährte. Ja, dahinter kommt noch das große Feld. Der hat nur 5 Gänge, genau. Wie gesagt, der Fiat, der geht auch, wenn ihr dann entscheidet mit dem Little Farmer Projekt, welches das als Little Farmer Projekt weiterläuft, wird auch der Fiat dann mit auf die Karte gehen. Also der wird uns die nächste Zeit auf jedem Little Farmer Projekt begleiten, weil das einfach ein geiler Schlepper ist. Ich feiere das Ding ungemein. Jo, dann würde ich sagen, da gibt es glaube ich eine Einstellung von der Ballengröße her. Muss ich gerade mal schauen. Da ist jetzt wieder das Rad und das alles ausgeschaltet. Pick-up senke. Ballengröße, das ist L. Und machen 150. 150 müsste eigentlich unseren Balle, unseren Teleskoplader auch packen. Von dem her, wir probieren es jetzt einfach mal. Tempomat sind wir jetzt bei. Halt. Gehen wir mal zurück auf 10 km/h. Ich fange mal langsam an. Genau. Genau, Mods habe ich jetzt auch ein paar drauf genommen. Wie heißt der Mod, wo der Mähdrescher sich die Geschwindigkeit anpasst an die Aussaat oder halt ans Getreide mit der Geschwindigkeit. Ihr wisst, was ich meine. Was ist denn der Mod? Wo er dann teilweise runtergeht bis 4 km/h. Stopp. Das ist halt ja bei der Ballepresse, aber hey, ist ganz okay. Man muss halt immer ein bisschen ein Stück zurückfahren. Muss gerade schauen, was war jetzt wieder nochmal Klappe öffnen. Jupp, genau.
steigen wir aber gerade mal aus. Ich würde gern sehen, wie die Balle aus, der Balle aussieht. Oh ja, das ist eine kleine Balle. Ja, das passt. Ich glaube, den packen wir auch mit dem Teleskoplader. Es ist jetzt auch gerade die größte Teleskoplader. Gut, die 250er, ne, 1,80er Balle sind die größte. Müsst ihr eigentlich auch packen, von dem her. Das ist gar kein Problem. Genau, was habe ich denn nur als Mod mit drauf genommen? Eigentlich gar nichts. Ich tue auch immer wieder ein bisschen so Mods austauschen und aktualisiere oder was ich brauche, werfe ich runter. Ich möchte die Mods und das Ganze möchte ich eigentlich so wenig wie möglich halten. Klar, das was ich brauche, das kommt schon drauf. Oder irgendwas, was ich gespielt habe und ich brauche es nicht mehr, fliegt dann einfach runter. Das man nicht mehr braucht. Das spart uns dann schon Performance oder halt einfach. Das kann dann schon keine Fehler schmeißen, obwohl da schaue ich immer drauf, dass Log einigermaßen sauber ist. Klar sind ein paar Sachen dann immer wieder mal dabei, die ein Error werfen oder so, aber da denke ich dann auch immer, ja gut, ich möchte das Skript eigentlich jetzt mit drauf nehmen. Was jetzt auch immer wieder ein Error wirft, sind zum Beispiel DLCs, die installiert sind, aber da mache ich mir keine Gedanken drum, dass die Probleme machen, dass da unser Spiel abstürzt oder sonst irgendwas verursacht. Von dem her mache ich mir da gar keine großartigen Gedanken. Freunde, ich denke mal, das war's wieder für das Video heute. Ja, ich möchte jetzt das andere Feld da weiter pressen. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich mal wirklich Folge mache, nur mit Timelapse. Da muss ich mal ein bisschen besser aufpassen, ich muss immer ein Stück vorfahren. Immer wenn die Klappe runtergeht, knallt die auf der Balle hinter drauf, deshalb lupft es dann die Presse immer kurz an. Ja genau, ich denke mal, das wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen eine kürzere Folge sein. Dass mir auch ab und zu mal Timelapse-Folgen macht. Ich werde das andere Feld, das Heufeld da neben dran, das ist gerade da hinter den Bäumen, werde ich jetzt auch noch presse. Ja, und da gibt es wieder eine normale Folge, gerade von Balle holen und Balle einstapeln und das Ganze. Mal schauen, vielleicht reicht es uns sogar heute nur zum das eine Feld presse. Ich möchte jetzt einfach nur das Gras und Heu runter haben von den Feldern. Dass das Gras wieder wachsen kann. Mir wäre das auch so schnell wie möglich dann striegeln, dass da nochmal gleich
Wachstumsstufe dazukommt. Vielleicht können wir das dieses Jahr noch mehr. Wir haben jetzt August. Ja, August, September, Oktober. Ja, wenn es so blöd läuft, können wir sogar noch mal ein Stück machen im Dezember, Richtung Winter. Aber es wäre, glaube ich, eher weniger. Ja, müssen wir mal schauen. Okay, meine Freunde. Die laden wir noch kurz ab, den Ball. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt das andere Feld noch ohne Aufnahme weiter und dann geht's mit dem Ball einsammeln. Ja, dann würde ich sagen, gibt es schon bald die erste Kühe, wenn wir dann das eine Feld dröschen. Ich denke mal, heute wird es uns nicht mehr reichen zum Dreschen, aber morgen werden wir erst das Getreidefeld dreschen, dann die anderen Felder, das gleich presse, das Stroh. Ja, dann würde ich sagen, ich denke mal, dass morgen schon die ersten Tiere auf den Hof kommen. Also, ich schätze mal so 10 Stück, wenn wir jetzt mal am Anfang kaufen. Ich hoffe, uns reicht das ganze Futter. Ansonsten müssen wir halt einfach noch Futter dazu kaufen. Aber ich werde keine Tiere nun mal verkaufen, wenn wir zu wenig Futter haben. Also das werde ich nicht machen. Dann kaufen wir einfach Futter zu. Also, da kenne ich nichts. Also Tiere werden dann keine verkauft. Wenn Tiere auf dem Hof sind, sind sie auf dem Hof. Und wenn wir eben dann Futter zukaufen müssen. Aber ich denke mal, wir können mit 10 Kühen können wir uns locker ein kleiner Futtervorrat anschaffen, sodass man dann, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt genug Ballen, wir nehmen jetzt die nächsten 20 Kühe dazu. Ja, schauen wir mal. Aber auf alle Fälle, Leute, es gibt noch ein richtig geiles Projekt. Ich denke mal, ich weiß schon, für welche Karte das ihr euch entscheidet. Alteiche kommt, so wie es aussieht, auch schon dazu. Habt ihr bis jetzt schon abgestimmt? Also, 80% oder 75% für Alteiche, dass auch Alteiche mit aufgenommen wird. Ich werde es jetzt so machen, dass ich einfach die Projekte nacheinander spiele bis zur 20. Folge. Das geht für mich viel einfacher. Ich habe jetzt am Sonntag habe ich jetzt, wie viele Videos waren es? 3 Videos gemacht. Ich weiß wenigstens immer bei der Ellerbach, ja, ich muss das machen und das machen. Ich kann am Abend kurz an den Rechner sitzen, kann eine Folge aufnehmen. Von lauter Quatsche. Ich meine doch schon lange Presse voll. Komm, da fahren wir gerade neben dran. Ja, kann am Abend kurz an den Rechner sitzen, kann eine Aufnahme machen, kann sie schneiden, kann sie hochladen. So kommen wir einfach mit den Projekten schneller voran. Wie wenn ich alle Projekte wieder nacheinander oder halt immer verschieden mache, muss ich immer wieder schauen, wo war ich jetzt da, wo war ich jetzt dort. Ja, das ist für mich alles immer ein bisschen mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Deshalb möchte ich jetzt ein Projekt nach dem anderen fertig spielen bis zur 20. Folge. Wenn wir auf Little Farmer fertig sind, gehen wir weiter auf Big Farmer. Dann machen wir es doch genauso. In der Zeit, wo wir weitermachen auf der Big Farmer, die Folge, könnt ihr schon abstimmen mit Little Farmer, mit welchem Projekt das als Little Farmer Projekt weitergehen soll. Aber ich denke mal, ich weiß schon, für welche Karte ihr euch entscheidet. Und ich freue mich schon riesig auf das Projekt. Es gibt noch richtig. Ja, lauter Schwätze. Einmal, wie sagt man immer so schön, einmal unter Profis. Nee, aber da freue ich mich drauf, dass man jetzt bei den Projekten auch ein Ziel hat, das man erreichen möchte. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir das Ziel erreicht haben auf Little Farmer. Es gibt bestimmt Karten, wo wir 50, 40, 50 Folgen brauchen. Da gibt es bestimmt Karten, wo man mit, keine Ahnung, wo man ein kleinerer Hof spielt, wo es nun mal einiges schwieriger ist, um überhaupt 1 Million Euro zu verdienen mit 25 Kühe, die die Menge Milch geben wie 120 oder 250 oder so. Ach, Leute, ich freue mich wirklich drauf, allgemein, wie sich das ganze Projekt entwickelt und wie das bei euch ankommt. Also ich denke mal, ankommen tut es schon mal bei euch gut, also vor allem die Ellerbach. Ich habe ja auf jede, allgemein, seit ich jetzt erneute Thumbnails mache, habe ich auf meine Videos nach einem Tag über 100 Aufrufe. Und das ist, also das habe ich noch nie gehabt. Und das freut mich echt riesig, dass es bei euch so gut ankommt. Sind jetzt auch teilweise 7, 8 Daumen immer nach oben. Früher waren es immer nur 2 bis 3 Daumen. Jetzt sind es teilweise 7 bis 8 Daumen. Ja, vielen Dank an euch, dass ihr mich so unterstützt. Gerade mit deinen ganzen Projekten.
so macht es auch viel mehr Spaß. Ich meine, es hat mir auch fast Spaß gemacht. Ich werde auch den Spaß nie verlieren am LS-Spielen. Da könnt ihr euch darauf verlassen, dass es von mir noch lange Videos gibt. Habe ich ja schon mal gesagt, dass es lange da oben klar denken kann, weil ich LS spielen will. Das ist einfach geil. Okay, meine Freunde, mir presset da weiter, weil ich jetzt da so lange rumquassel, sind wir schon mal am anderen Feld. Ja, ich presse da weiter. Ja, und dann geht's mit dem nächsten Video weiter mit dem Ball einsammeln, mit dem Ball einstapeln und das Ganze. Mal schauen, ob es uns überhaupt noch heute reicht zum Ernten. Das wäre geil, wenn wir das heute auch nur unter einen Hut bringen. Ich meine, natürlich jetzt auch schon halb zwei. Ja, mal schauen. Okay, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, like nicht vergessen. Abonniert gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.